Mindener Tageblatt. Die ersten Schritte im neuen Zuhause sind noch etwas zaghaft. Kater Squatchy traut sich noch nicht so richtig aus seiner Box und auch die anderen Katzen sind skeptisch. Lia hingegen steht schon am Napf und frisst genüsslich ihr Futter. Für sie und die anderen Tierheimbewohner war heute ein ganz besonderer Tag. Sie sind umgezogen, vom alten Tierheim an der Werftstraße rauf aufs Land nach Pepinghausen. Und das war ganz schön Arbeit. Die letzten Möbel und die Waschmaschinen aus dem Katzenhaus mussten noch verladen werden. Dazu kamen Boxen, Käfige und allerlei andere Dinge aus den Lagerräumen. Im Mittelpunkt standen aber natürlich die Tiere. Zuerst wurden die 11 Hunde in ihr neues Zuhause gebracht. Und die bekamen zur Beruhigung auch ein bisschen Leberwurst. Als nächstes kamen die Kleintiere dran. Insgesamt 14 Kaninchen, ein Zwerghamster und 4 Ratten. Und zum Schluss durften dann auch die Katzen umziehen. Für die Tiere, aber auch für die Mitarbeiter ist das eine unglaubliche Verbesserung. Wir sind von einem Viertligastadion in einem Erstligastadion aufgestiegen und die Leute haben natürlich jetzt auch alle Bock darauf, erste Liga zu spielen, ne, und zu sagen, damit haben wir Bedingungen, die wenige Tierheime haben, um auch ein hochwertiges, qualitatives Tierheim zu betreiben, aber eben auch als Tierschutzverein Leben zu entwickeln. Auf die Mitarbeiter im Tierheim wartet aber noch eine ganze Menge Arbeit. Jetzt muss eingeräumt und sortiert werden und auf der Baustelle nebenan geht es auch bald weiter. Hier entsteht ein zweites, größeres Hundehaus und eine Notfallaufnahme. Zurück ins Katzenhaus. Kater Squatchy hat sich inzwischen aus der Box getraut und untersucht die neue Umgebung. Er muss sich jetzt erstmal einleben. Ab dem 3. April können er und die anderen Tierheimbewohner dann wieder vermittelt werden. In ein hoffentlich noch viel schöneres Zuhause.